So, herzlich willkommen zur Schüler on the Road Travel Edition. Ich bin unterwegs, ich habe keine Zeit zu kochen, möchte mich aber trotzdem Kraftsport, Muskelaufbau, Bodybuilding gerecht ernähren. Ja, ich habe jetzt einfach mal die Sachen zusammengesucht, die ihr nicht großartig zubereiten braucht. Ja. Zwei Dinge sind aber dennoch nützlich und essentiell. Das ist einmal so eine Tupperbox. Ja. Klar, ihr könnt auch Hähnchen und Reis hier reintun. Natürlich kann ich das verstehen, ihr seid unterwegs, ihr habt es eilig. Deswegen lassen wir das jetzt mal weg. Ja, Meal Prep ist jetzt hier nicht großartig vonnöten. Nichtsdestotrotz braucht ihr trotzdem einen Shaker und eine Tupperbox für manche Sachen. Mit den Sachen fange ich jetzt mal an. Ihr seid irgendwie unterwegs und wisst, ihr müsst zum Training, habt ein Meeting oder so, wollt aber direkt danach trainieren. So. Oder ihr seid in der Schule. Das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel euren Shaker nehmen. Da könnt ihr einen Hydroclear reintun. Ja, das ist praktisch das, was in Wasser extrem geil schmeckt. Könnt aber auch einen Whey nehmen. Ja. Ihr könnt dann Hafermehl nehmen oder so. Oder ihr könnt Cluster-Dextrin nehmen. Ja. Geht extrem schnell rein. Das macht ihr zum Beispiel 40 Gramm Hydroclear und 100 Gramm Cluster-Dextrin. Und dann zieht ihr euch den Shake weg. Dann seid ihr schon mal safe. Das ist dann sozusagen eine Mahlzeit. Ihr habt euren Protein-Spike, ihr habt eure Carbs. Ja? Das könnt ihr machen. Könnt aber auch Whey nehmen und zum Beispiel Hafermehl oder so. Ja? Dann haben wir hier eine Auswahl an unterschiedlichsten Sachen, die ihr nicht kochen müsst. Tut mal bitte jetzt nicht immer so denken, dass es immer krass zusammenpassen müsst. Im Idealfall sucht ihr zwar Sachen, die essbar sind und gut schmecken, aber ihr könntet auch Sachen kombinieren, die nicht als gesellschaftlich als Mahlzeit anerkannt sind. Ja? Was ich damit meine ist, ihr könnt euch zwei Laugenstangen reinziehen, ja? Könnt aber auch separat dazu eine Dose Thunfisch löffeln. Ja? Ihr müsst es nicht unbedingt auf die Laugenstange drauflegen. Im Endeffekt müsst ihr jetzt mal in Nährwerten denken. Ihr müsst in Obst und Gemüse denken, ihr müsst in Carbquellen denken, ihr müsst in Proteinquellen denken, ja? Und ihr müsst in Fettquellen denken. Was macht für euch Sinn? Was ist für euch günstig? Ja? Was esst ihr gerne? Und ihr könnt euch Laugenstangen holen, Hähnchenbrust draufpacken. Ihr könnt aber auch Hausmarktkäse essen, ihr könnt auch, weiß ich nicht, dazu zwei oder vier Scheiben Toast essen und dann holt ihr euch noch einen Apfel. Ja? Ihr könnt praktisch alles, was hier auf dem Tisch steht, sinnvoll kombinieren. Ja? Da müsst ihr euch einfach überlegen, habe ich genug Zeit oder Bock, einen Quark zu löffeln, einen trockenen. Ja? Wenn das für euch nicht der Fall ist, dann nehmt ihr vielleicht lieber zwei Packungen Körniger Frischkäse. Ja? Dann könnt ihr das zum Beispiel mit ein paar Walnusskernen kombinieren, die ihr immer im Auto habt, die ihr immer am Start habt, ja. Dann dazu noch ein paar Reiswaffeln oder so, ja. Oder ihr seid auf Diät. Ihr braucht ein Meal zum Beispiel, was euch extrem sättigt, ja. Was fast keine Kalorien hat, ist, holt euch hier so ein paar Möhren, ein bisschen Gurke, dann zieht ihr euch hier noch so eine Packung Hausmacherkäse rein, ja. Und vielleicht sonst nichts, ja. Vielleicht aber auch eine Laugenstange. So, ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr in der Pause seid, als Schüler, ja, und ihr habt gerade große Pause, habt also gut viel Zeit, braucht aber ein richtig kaloriendichtes Mehl, ja, da könnt ihr zum Beispiel euch so ein Paket Instant-Eier holen, diese angemalten Eier. Ihr könnt euch zum Beispiel so eine relativ dichte Carbquelle holen, so wie Laugenstangen, ja. Die Laugenstangen snackt ihr schnell rein und dann setzt ihr euch irgendwo hin und natürlich macht ihr keinen Dreck und snackt die Eier weg, ja. Oder ihr packt euch zum Beispiel einen Löffel in die Tasche, geht ihr zum Edeka und dann könnt ihr euch sowas hier holen. Ihr könnt euch einen Körnigen Frischkäse holen, ihr könnt euch einen Speisequark holen, wenn ihr Hardcore seid, der schmeckt natürlich nicht so geil, könnt euch aber auch einen Skyr holen. Ja? Ihr müsst euch überlegen, die Eigenschaften dieser Quellen hier sind alle unterschiedlich. Ja? Wir gehen jetzt mal diese Eigenschaften hier durch, ja? Und am Ende dieses Videos könnt ihr praktisch selbst für euch überlegen, was für euch Sinn macht. Ja? Das hier ist alles instant, ihr müsst es nicht zubereiten und nicht kochen. Ja, aber alles hat Vor- und Nachteile. Ja? Ich gehe jetzt mal die Nachteile und Vorteile durch. Und wie gesagt, denkt nicht, ist das anerkannt als gesellschaftliches Meal, sondern eher, bringen mich diese Nährwerte an mein Ziel, was ich gerade habe. Ja? Fett verlangsamt ein bisschen die Verdauung. Proteine sind schnell oder langsam verdaulich. Passt das gerade? Ja, langsam verdaulich wäre Skyr, schnell verdaulich wäre Whey. Ja? Gemüse und Obst, macht das Sinn? Gerade für mich, habe ich Zeit zum Training, habe ich nicht Zeit zum Training? Ist das Ganze so essbar, wie es gerade ist? Ja? Also Whey-Protein ist sehr, sehr schnell verdaulich. Nachteil ist, ihr braucht natürlich einen Shaker, um das zu konsumieren. Würde sich natürlich anbieten, zum Beispiel, wenn ihr unterwegs seid und vor oder nach dem Training schnell was konsumieren müsst. Ja? Dann so eine Hähnchenbrust
Ist zwar langsam verdaulich, aber hat den Vorteil, dass man es einfach so gut wegsnacken kann ohne Probleme. So ein Hausmacherkäse, aber auch so ein Harzer Käse hat den Vorteil, man kann es auf der Hand snacken, ja? Ist aber sehr langsam verdaulich. Ja? So ein Quark hier oder so ein Skier oder so ein Königer Frischkäse hat den Nachteil, dass man es natürlich mit Löffel essen muss, aber den Vorteil, dass es extrem gut sättigt, ein hohes Volumen hat und natürlich auch, wie gesagt, euer Protein deckt. So eine Dose Thunfisch, ja, schmeckt alleine, naja, semi-gut, aber kann man sich auch holen, wenn man zum Beispiel einen Löffel hat oder so und dann eben reinsnacken. Und wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr euch noch zwei Laugenstangen reinziehen oder so. Ne? Die Eier haben den Nachteil, dass ihr sie natürlich schälen müsst, aber haben den Vorteil, dass sie euch Protein liefern, aber gleichzeitig auch eine richtig solide Menge Fett. Das heißt, euch für längere Zeit versorgen. Das heißt, das hier ist sozusagen die energiedichteste Fettquelle und Proteinquelle. Das heißt, wenn man da irgendwie Bedarf hat, sehr viele Kalorien aufzunehmen, macht das schon auf jeden Fall Sinn. Also, wir haben hier unterschiedlichste Proteinquellen, die haben alle unterschiedlichste Vor- und Nachteile. Und ihr müsst überlegen, ihr müsst das hier sozusagen jetzt als Sektor sehen und dann könnt ihr euch passend dazu im Supermarkt was anderes raussuchen. Ja? Ihr könnt euch zum Beispiel beim Bäcker oder an der Theke könnt ihr euch Gebäck holen. Ja? Ihr könnt euch aber auch im Brotregal könnt ihr euch Toast holen. Ja? Wenn ihr zum Beispiel richtig viel verbraucht, weiß ich nicht, ihr müsst 8000 Kalorien fressen, könnt ihr meinetwegen auch eine ganze Packung Toast wegsnacken. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist dabei top. Ja? Ihr könnt Haferflocken essen. Nachteil ist dabei, dass ihr da wieder Zugang zu Wasser haben müsst und vielleicht einem Behältnis, das muss keine Tupperbox sein, aber ihr müsst zumindest irgendwo die Haferflocken ein bisschen ziehen lassen. Haferflocken so zu essen ist nicht so nice. Ich würde Haferflocken immer zumindest irgendwie in warmem Wasser eine halbe Stunde, Stunde ziehen lassen oder im kalten Wasser mehr als eine Stunde ziehen lassen. Ja? Dann müsst ihr euch das überlegen. Ihr könnt euch Clustered Extreme mitnehmen. Der Nachteil ist natürlich, dass ihr da wieder einen Shaker braucht. Ja? Wir haben hier Reispudding. Den kann man auch mit kaltem Wasser ziehen. Vonnöten ist natürlich wieder ein Behältnis. Ja? Genauso wie bei den Cornflakes. Die kann man auch sehr gut essen mit einem Behältnis. Auch gerne mit Wasser, wenn man Hardcore ist. Und die kann man auch super, wie gesagt, auch mit dem Reispudding, mit so einem leckeren Whey-Protein wie das hier, Cinnamon Roll, kombinieren. Da kann man easy mal eben ein paar Kalorien wegfetzen. So was Fettquellen angeht, wir haben die Nüsse. Die kann man auf jeden Fall sehr gut so wegsnacken und die sind extrem kaloriendicht. Das heißt, wenn man Kalorien braucht, gerne auf Nüsse zurückgreifen, muss man natürlich aufpassen. Ich würde vom Sport zum Beispiel jetzt nicht nur Nüsse essen, sondern da braucht man natürlich auch eine solide Kohlenhydratquelle wie sowas hier, ja. Auch gerne so Kerne hier. Ihr könnt ja, wenn ihr zum Beispiel einen Spind habt in der Schule oder ein Auto, wo ihr das verstauen könnt, könnt ihr das auch zurücklegen und für mehrere Tage nutzen, dass ihr zum Beispiel, weiß ich nicht, bei so einer 200 Gramm Packung so jeden Tag 30 Gramm esst oder so oder ein bisschen mehr, 35 Gramm, dann kommt ihr damit 5 Tage aus. Ja? Und diese Packung hier, diese großen Nusspackungen, haben halt den Nachteil, dass sie jetzt mal nicht ebenso weggesnackt werden können. Ja? Also du kannst dir 2 Laugenstangen holen zum Beispiel und so 2 Packungen Königer Frischkäse, das ist dann weg. Bei diesen Packungen hast du natürlich den Nachteil, du kannst sie nicht mal eben so wegsnacken. Keiner isst eine ganze Packung Walnüsse. Ja? Und meistens gibt es einfach nicht so kleine Packungen. Was man aber machen kann, sind diese kleinen Packungen Studentenfutter. Die haben jetzt nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, aber die passen sozusagen gut in eine Mahlzeit, die man sich mal eben so grabben kann. Ja? Weiter geht's. Laugenstangen haben eigentlich nur Vorteile. Die kann man sich holen, die kann man wegsnacken. Nachteil ist vielleicht, dass die nicht so gut skalierbar sind bzw. dosierbar. Aber so eine Laugenstange hat roundabout irgendwie 200 Kalorien. Mein Lieblings-Go-To-Meal damals, als ich in der Berufsschule war, waren immer 2 Laugenstangen. So eine Packung Hausmacherkäse bzw. Harzer Minis und so eine Packung Hähnchenbrustaufschnitt. Und Nüsse habe ich auch gegessen. Meistens, wie gesagt, so eine Packung mit Studentenfutter und Rosinen und so. Und das war sozusagen mein Meal. Das hat mich dann längere Zeit geladen gehalten und überbrückt und nach der Schule konnte ich dann vielleicht noch eine Kleinigkeit essen, aber auch teilweise schon direkt trainieren gehen. Ich hatte mein Proteinspike und dann hat alles sozusagen auch gut gepasst. Wie gesagt, so zum Beispiel so Reiswaffeln, die dauern zwar, bis man die auf hat, aber sind auf jeden Fall eine ziemlich cleane Möglichkeit, Carbs reinzubekommen. Wenn du zum Beispiel Kalorien sparen möchtest, eignet sich so Reiswaffeln natürlich besser als Kohlenhydratquelle als so eine Laugenstange. Ne? Das sollte klar sein. Was auch noch super ist, als Carbquelle bzw. als Energiequelle, aber auch Mikronährstoffe hat, ist so ein Apfel. Den kann man sich super schnell reinsnacken. Kann man auch gut dosieren. Das heißt, so einen Apfel zu kaufen, das geht sowieso immer fit.
So eine Packung Snackmöhren kann man sich auch holen, mal eben so wegsnacken. Man kann sich theoretisch auch Tomaten kaufen, die so essen. Ja, das ist alles gar kein Problem. Es gibt manche Gemüsesorten, die kann man nicht so wegsnacken. Aber wie gesagt, die Sachen hier, Möhre, Gurke, Tomate, aber auch Obst wie ein Apfel oder zwei Bananen oder eine Banane kann man easy so holen. Das heißt im Endeffekt, überlegt euch, was schmeckt euch, was passt gerade zu eurem Ziel. Wie kombiniere ich diese Makronährstoffe am besten? Viel Fett, Protein oder brauche ich da weniger? Ja? Ich muss in einer Stunde schon trainieren, habe nur noch eine Stunde Kunst oder so und dann snacke ich mir halt im Idealfall, weiß ich nicht, lieber sowas hier rein anstatt sowas. Ja? Und ihr könnt es kombinieren, wirklich wie ihr wollt. Das muss auch nicht zusammenpassen. Das muss einfach eure Ziele unterstützen, ja, wie es gerade zeitlich passt. Und ihr habt jetzt gerade hier wirklich eine riesen Auswahl an Sachen bekommen, die instant sind. Ja? Das heißt, wenn ihr ein Geschäftsmann seid, der unterwegs seid, oder aber auch ein Schüler, der unterwegs ist in der Schule und, sage ich mal, nur Zugang zu einem Supermarkt hat, nichts kann euch jetzt mehr aufhalten, praktisch eure sportlichen Ziele zu erreichen. Also die Fragen kamen wirklich sehr, sehr oft. Deswegen wollte ich euch dieses Video hier bieten. Ihr habt jetzt Obst, Gemüse, Kohlenhydratquellen, Fettquellen, richtig viele geile Proteinquellen, die alle unterschiedliche Eigenschaften haben und die könnt ihr kombinieren, wie ihr wollt. Und da könnt ihr auf jeden Fall eure Ziele erreichen. Und ihr könnt auch gerne jeden Tag das Gleiche essen. Ihr müsst nicht alles davon nutzen. Sucht euch eine geile Proteinquelle raus, sucht euch eine geile Carbquelle raus, ne, eine geile Fettquelle vielleicht. Ein bisschen Obst, Gemüse ist nie verkehrt. Und dann ja, ist es überhaupt kein Problem, eure Ziele zu erreichen. Habt ihr noch geile Sachen, die man unterwegs gut snacken kann? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ja? Vielleicht habe ich ja was nicht erwähnt, was auch richtig geil ist. Dann könnt ihr anderen sich das angucken und sehen, ah, stimmt, das macht ja total Sinn. Like dieses Video. Ja? Wie gesagt, kommentiere, was hier noch nicht bei war, was du aber gerne on the road oder in der Schule noch dir reinsnackst. Wie gesagt, wenn du mich supporten willst für diesen Content, für diesen Mehrwert, bestell dir Reispudding oder Whey-Protein bei Gigas Nutrition mit meinem Coach Bull. Vielen Dank für deinen Support und deine Unterstützung. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.